Matteo Tosetti von der Schweizer U20-Nationalmannschaft, gerade 0-2 gegen Italien verloren. Für dich als Tessiner besonders bitter wahrscheinlich, gegen Italien zu verlieren. Ja, klar, ist eine bittere Niederlage. Wir haben wirklich zwei große Chancen gehabt. Leider, wir haben nicht gemacht und leider, Italien ist immer so, sie haben zwei Chancen und zwei Tore. Leider, wir haben verloren, wir mussten weiterschaffen, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gemacht. Wir mussten einfach weiterschaffen und daran glauben. Eben, die Schweiz war eigentlich die bessere Mannschaft, kann man so sagen, in dieser Partie. Ja klar, Italien ist immer hinter dem Ball gewesen, sie haben einfach gewartet und nachher schnell auf Konter gespielt. Und leider, wir sind nicht so effizient, so wie in Polen. Wir müssen da schaffen und wie gesagt, daran glauben, es kommt gut. Jetzt in dieser Mannschaft sind ziemlich viele Spieler dabei, noch von damals, von der U17-Weltmeisterschaft. Ist immer noch da dieser Teamspirit ein bisschen da? Ja klar, wir haben einen super Teamspirit. In jeder National, wo bin ich gesehen, ist einfach super gewesen. Wir haben auch auf dem Feld gezeigt, wir sind eine Gruppe, wir kämpfen füreinander und wir müssen so weitermachen. Wie viele andere Spieler der U20 sind Sie jetzt auch? Bist du jetzt auch in der Challenge League engagiert als Stammspieler jetzt beim FC Wohlen? Wie läuft es da? Ja, es läuft wirklich sehr gut. Leider für die Mannschaft, wir haben die letzten drei Spiele verloren. Ja, aber es geht weiter. Ich habe immer von Anfang an gespielt. Ich bin sehr froh. Ich muss weiter so schaffen und es kommt gut. Mein Traum natürlich ist, bei ihm zurückzukommen. Also dann viel Erfolg. Merci mal. Merci mal.